Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Project Zomboid mit dem lieben Ars Reiter. Hallo und recht herzlich willkommen. Da steht auch schon und dem Knoll spielt. Hallo. Jo. Den ich gerade nicht sehe. Och, das war das Licht. Ah, ich wollte gerade sagen, es ist gerade dunkel. Und warum? Ich habe mich nicht umgedreht, deswegen war es auch dunkel. Kommt, okay. So, ich habe hier wieder auch ein Zombie. Ein Zombie? Glaube ich. Was? Wo? So, ich habe eine verdreckte Bandage. Und die muss ich jetzt wieder anlegen, oder? Ich glaube hier irgendwo. Jetzt sehe ich nur keine Bandage. Ich nehme aber diesmal keine Schrotflinte, oder? Das weiß ich noch ganz genau. Ich hatte doch ganz viele Bandagen, oder? Oh, ich bin schwer beladen, sehe ich gerade. Und ich bin außer Atem, also nicht laufen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann mal hier sortiert habe, aber ich weiß nicht mehr ganz, wo ich Bandagen hingetan habe. Und ich habe spitzige Stofffetzen jetzt genommen. Ich hatte keine andere Wahl. Und irgendwie sehe ich jetzt auch nichts anderes, als dass hier Bandagen steht. Aluminium habe ich. Tasse mit Wasser. Topf mit Wasser. Jetzt brauche ich nur Feuer und dann kann ich die kochen und desinfizieren, oder wie war das? Da kommen bestimmt hier. Wo sind sie? Na, das mit dem Feuer machen hat ja auch nicht so gut funktioniert, ne? Nee. Da brannte die ganze Hütte. Ach ja, genau, da war was. Ja. Da war was. Ja, bist du jetzt auch wieder seit langer Zeit wieder Project Zomboid. Ja, das wir stimmt. Haben etwas Pause. Irgendwie muss ich noch was essen, sehe ich gerade. Essen habe ich sortiert in unseren Vorratsraum hier, in die Kantine, in den Kühlschrank. Da ist überall Essen drin. Gut. Nicht nur mal so irgendwelche nutzlosen Sachen wie leere Notizbücher in eine Kiste. Wenn man hier vorsteht, wo ich stehe, die mittlere. Magazine, die sind immer gut. Ich bräuchte Erste Hilfe. Wer war da? Also ich selber zuständig wahrscheinlich, ne? Oder was? Ja. Ja, du bist der Arzt, der dann ja, an irgendwelchen Krankheiten stirbt. Ja, super. So insgesamt bin ich allerdings ein bisschen überfragt. Also wir müssten von den ganzen Nahrungsmitteln, die wir jetzt hier im Kühlschrank haben, müssten wir echt mal irgendwas zubereiten. Ja. Weil da ist vieles dabei, was man roh halt nicht essen kann. Kann, ja. Das heißt, wir brauchen einen Ofen oder sowas. Wir haben ja hier einen Ofen. Ich weiß, eine Mikrowelle. Aber ich weiß nicht, ob das da drin geht. Man kann die anmachen, aber ich weiß nicht, ob es halt angeht. Das ist das Problem. Orange. So, ich muss jetzt hier schmutzige Stofffetzen reinigen. Teekessel. Die Wasserflasche behalte ich mal bei mir, ne? Falls mal was los sein sollte. Ich mache sie erstmal alle sauber. Gut. Alkohol auf die Watte geben. Nein, Alkohol trinkt man. Die gibt man doch nicht auf die Watte, oder? Bist du verrückt? Ja, okay. Okay, also ich bin ziemlich gelangweilt. Gelangweilt, wenn du hierhin gehst? Cooking geht aber irgendwie nichts bei mir. Ich guck da mal rein, es müssten ja weiße Sachen sein, irgendwie. Wenn du dich hier so hinstellst. Haben wir dann noch, aber da können wir auch keinen Ofen machen, oder? Dann ja. Die mittlere Kiste, da müssten dann ein paar Sachen drin sein, zum Beispiel drei Magazine oder sowas. Eine Schrotflinte ist natürlich auch gut gegen Langeweile. Ah, cool, ja. Ich nehme mal ein Magazin raus und lese das mal. Okay. Ich dachte, du wolltest ein Magazin für die Schrotflinte. Okay, ich muss mir leider noch ein Magazin rausnehmen. Okay. Da ist noch eine Zeitung drin auch. 9 mm. Ich kann jetzt hier irgendwie nichts machen. Feuerzeug kann man mal eins mitnehmen, ne? Aber jeder kann ein Feuerzeug nehmen, übrigens. Ich würde erstmal gerne wissen, wie man hier so. Bandage entferne ich mal die verdreckte, oder? Wie man hier so. Also, wie. Plantagen nicht. Plantagen sind in Dschungeln und sowas. Also, was ich sehr seltsam. Farm. Was ich sehr seltsam finde, ist, dass die Magazine halt zerstört werden, wenn ich die gelesen habe, ne? Ja, klar. Okay, ja. Du liest sie, wahrscheinlich irgendwie so ein Frauenmagazin und dann, oh. Wer weiß, was du damit machst. Ja, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Okay. Also ich habe einen Topf, wir brauchen irgendwie sowas wie ein Herd, oder? Ich habe hier was. Oder eine Feuerstelle oder sowas, aber... Draußen hatten wir das auch schon probiert, oder? Habe ich mich vertan? Nein. Da ist ja. Der Boden angebrannt. Und da brannt der Hof, ne? Genau. Ja. Am besten sollten wir sowas in der Nähe von Zombies machen. Ich glaube, dann brennen die vielleicht. Ja. Wäre auf jeden Fall vorteilhaft, wenn die brennen. Ich sehe jetzt hier auch nichts.
Also da rausgehen habe ich jetzt auch nicht so die Lust, weil wir können natürlich gucken, dass wir hier in dieses Fass hier Feuer machen. So, die Bronx und so, ne? Geht also, das? Ich probiere mal. Wände. Holztür. Feuer, Lagerfeuer müsste hier irgendwo drin sein. Holzkiste, Bar, Möbel. Doppelräger, Regentonne, Holzstuhltisch, kleiner Tisch, großer Tisch, Tisch mit Schublade, Bett, Holzschild. Holzsäule mit Taschenlampe, genial. Also ich habe jetzt mal so ein Fertiggericht in die Mikrowelle gepackt und die Mikrowelle mal eingeschaltet. Und? Das hatte ich auch schon versucht, es ist glaube ich aber nichts passiert. Und vielleicht dauert es auch ewig. Ich frage jetzt okay. mal, ob man also, irgendwann mal einen Pling hört. Okay. Wer ist dafür, dass ich jetzt auf der Mülltonne ein Feuer mache? Naja. Vielleicht draußen? Ist hier irgendwo eine Mülltonne? Hallo? Was kann man hier anfangen? Das ist die Frage. Oh doch, das funktioniert mit der Mikrowelle. Ausschalten. Oh Gott, es verbrennt. Okay. Was? Das ist eine komische Mikrowelle. Ich hab's gegart. Also in der Mikrowelle kann man garen. Okay. Wo ist die Küche? Da geht's raus. Wo war denn so, die Küche hier unten? Problem ist, Fertiggericht, Langeweile plus 30, Unglücklichkeit plus 25. Okay, also man kann auf jeden Fall kein Feuer in die Tonne setzen. Man kann diesen Punkt auswählen, dann kann man irgendwo ein Feuer hinsetzen, wo es geht halt. Ah, da ist Pausenklaus und da ist auch die Mikrowelle, wunderbar. Pausenklaus und die Mikrowelle. Hier geht bauen. Achso, hier kann man nicht mehr durch. Also ja. Die Mikrowelle, das geht. Wenn man dann das Essen beobachtet, dann hat das so einen Kochbalken. Ja. Okay. Im Behälter quasi. Also das geht. Ich fange jetzt erstmal an, hier noch die restlichen Fenster, die wir hier haben, mit Laken zuzukleben. Okay. Hier oben ist nichts, wo man durchgucken kann. Haben wir irgendwo was zu lesen? Mir ist langweilig. Ja, wenn du... Geh mal links davon in diese Nische, wo die beiden Truhen aufeinandertreffen. Die beiden Truhen aufeinandertreffen? Ja, links weiter von dir. Da, okay. Erst nach unten. Einfach nach unten drücken. Dann in der mittleren Kiste müsste was drunter liegen. Naja, Kochbuch für Anfänger, sollte ich das nutzen? Nee, Zeitung oder sowas ist, glaube ich, das Bessere. Vorhänge zuziehen. Tischland für Meister. Auch ob das die Mikrowelle kaputt macht, wenn ich eine Pfanne reinsetze? Probier's lieber nicht. Ja, eigentlich dürfte es nicht funktionieren, ne? Zu spät. Okay. Nee, aber, also das funktioniert, ne? Man muss ein bisschen warten und dann kriegt man quasi so einen Statusbalken. Okay. Gut zu wissen. Aber das funktioniert natürlich nur so lange, wie wir Strom und Wasser haben. Also, wie wir Strom haben. Ja, ist klar. Dann wird ja der Strom abgestellt hier, ne? Ja, irgendwo war da was, ne? Dann hat sich das erledigt mit der Mikrowelle. Jo. Also, das heißt, wenn jemand Hunger hat, sollte er vielleicht die Mikrowelle zügig benutzen. Ich weiß gar nicht, weiß jemand, wie viele Tage wir haben? Kann man das irgendwo sehen? Nee, ich glaube nicht, oder? Wenn du stirbst, siehst du das auf jeden Fall. Ja. Hast du was gefunden? Okay, das ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel. Du musst links auf Info gehen. Bei da könnte es sein, genau. Und da steht da überlebt für 14 Stunden bei mir. Für 17 Stunden, super. Das macht uns Hoffnung. Stunden. Naja, aber ich sehe den Kochbalken. Ne? Also das bei ja, der Pfanne dauert das jetzt relativ lange, muss ich sagen. Das Fertiggericht war echt in ein paar Sekunden fertig. Es ist ja auch für ein Dings gedacht, ne? Ah, und man muss aufpassen, das ist der Balken wird rot, der Inventarbalken wird rot. Das heißt, das ist heiß, da kann man sich dran verbrennen. Okay. Also man muss warten, bis es abgekühlt ist. Leute, wieso kann ich graben? Soll ich mal einfach graben? Oh ja, grab mal nach Erdöl. Oder nach Gold. Das war egal, da liegt eigentlich unten was drin, meine ich, aber irgendwie. Okay, das war Lichtschalter. Ich kann auf Gras graben, ich denke, und da kann man dann einpflanzen Sachen. Kannst hier dann Landwirtschaft rein. Ja. Oh, das sollten wir auf jeden Fall auch mal probieren. Ich mach's einfach mal. Ja. Statusübersicht. So, haben wir irgendwelche im Kühlschrank. Samen sehen. Man kann Samen sehen. Okay, im Kühlschrank. Man kann Samen sehen. Humanmedizin. Ich wiederhole, man kann Samen sehen. Ich wiederhole, habe ich in den Kühlschrank gepackt. Okay. Durchklettern. Hi.
Was muss ich denn klicken, dass ich da sehe, dass ich was machen kann? Cooking, Healing, Farming. Aber da kann ich nichts machen, Farming. Ich habe auch keine Schippe oder sowas was mit, die brauchen wir wahrscheinlich, ne, oder? Was wollen wir machen? Brokkoli, Erdbeeren, Kartoffeln, Kohl, Radieschen oder Tomaten? Kannst du das anpflanzen oder was? Ja. Oh, ich habe langsam Hunger. Ich esse mal eine Orange, eine Viertel. Also ich glaube, irgendwie sowas wie Tomaten, was auch Flüssigkeit, also ja, Wurstflaschen ne? gleichzeitig ist, ne? Nimm alles. Oh, das war vielleicht doch ein bisschen zu viel. Direkte Bandage entfernen. Ich finde es auch schön, dass man die Vorhänge nicht irgendwie erst öffnen muss. Man kann direkt durchklettern. Oh, ich esse auch mal so eine Viertel. Verbinden. Was habe ich denn da gehört? Ist da jemand gestorben? Bei mir ich hat lebe noch. Geschrien. Echt? Ich lebe aber noch. Ich weiß nicht, bin unschuldig. Vielleicht kam es doch von draußen, wer weiß. Okay. Zombies schlagen sich gegenseitig, oder was? Und man muss die jetzt auspacken, die Tomaten, Samen oder was? Oh, wir haben ein verrottetes Schweinekotelett. Das sollte ich vielleicht nicht nochmal in die Mikrowelle legen, oder? Okay. Oh, Knolle hat da schon was angelegt. Jetzt kommen die Tomatenstäbe da rein, oder ist es für Bohnen? Genau, das ist für Tomaten. Alles klar, man braucht also eine Kelle, dann kann man graben. Okay. Hey, das möchte ich mir auch mal angucken. So, wo seid ihr denn? Ach da, ach cool. Knolle haut richtig rein hier. Ja. Na klar, wir müssen uns ja für irgendwas kümmern. Die Frage ist ja, Info. Muss man das jetzt auch regelmäßig googeln? Gießen oder wahrscheinlich. Muss man das jetzt auch regelmäßig googeln? Da steht, wenn du drauf bist. Muss man das auch googeln? Wenn du drauf Zustand krank. Ich wässer das mal, ne? Stunden. Ach, Zustand krank, nein. Hä? Wie muss ausgetrocknet das steht da drunter. Ja, warte, ich mach mal hier Wasser drauf. Tasse mit Wasser. Machst du drauf? Voll. Ja, trocken steht da jetzt. Also, ich mach auch Wasser, Wasser drauf. Das war meine Wasserflasche. Okay, ich gebe mal noch Wasser drauf. Wasser stand durstig. Durstig, interessant. Wir hatten da jetzt schon Wasser. Guck mal, jetzt regnet's. Also, das ist ja wunderbar, oder? Jetzt regnet's. Also, wenn es jetzt nicht besser wird, dann... Hat da einer jetzt Wasser drauf gemacht oder nicht? Ich habe nochmal Wasser drauf gemacht, aber. Es sollte eigentlich jetzt von alleine gehen. Eigentlich schon, ja. Es tut sich gerade noch nicht so wirklich was. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich Mist gebaut habe. Wir haben 184 Tomatensamen. Gut. Ich bin Wasser stand gut. Nein. Ja, ist also, doch wunderbar. Regen scheint zu helfen. Also ich bin gleich in Halle und sehe immer noch die Info der Tomaten. Finde ich auch cool. Das Fenster geht wohl nicht zu. Ach cool, wenn man gräbt, dann kriegt man auch Regenwürmer. Nein, steht da Zustand. Das sind sogar Nahrungsmittel. Oh, cool. Machen die unglücklich? Okay. Ich weiß es nicht, vielleicht sind die dann unglücklich, aber... Naja, ich komme jetzt auch mal rein. Ja, die machen unglücklich, 5. Und geben Hunger, 5. 50 machen unglücklich, 20. Oh, schnell rein. So. Aber das ist ja schon mal nicht uncool, ne? Ja, das geht ja voran. Zum Glück habe ich dieses Scheißkeller genommen, hat man da draußen Rechtsklick gemacht. Okay, pass auf, ich nehme mal den Dünger mit und geh die mal düngen, oder? Ich weiß nicht, nachher erkältest du dich, ich würde lieber hier bleiben. Knolle ist okay, ich habe den gerade medizinisch untersucht. Medizinisch? Ja, vielleicht steigert das ja auch meine Humanmedizin oder sowas. Ja. Wo, ja, jetzt läuft er hier weg, der Pausenklaus, ich wollte den gerade untersuchen, da hat er Angst wieder. Nein. Guck mal, düngen. Perfekt. Ich frage mich jetzt gerade, ob man Regenwürmer kochen kann. Pausenklaus, ich untersuche dich jetzt erstmal. Weißt du nicht, ob mir das bei meinen Fähigkeiten hilft, aber... jetzt hat er nichts angezeigt, dass das gut ist. Naja, ist egal. Okay, also die ersten 4 Pflanzen habe ich gedüngt. Oh. Bum, bum. Gedüngt einmal steht da, genau. Krank ist es nicht. Zustand krank, auch interessant, ne? Ja, dann habe ich meine Frage. Die zweite ist noch ausgetrocknet. Leute, pass auf, dass euch nicht erkältet, ne? Ja, ich gehe wieder rein. Ja, jetzt steht da schon ein feucht. Ja, so. Ich würde ja Feuer machen, ne? Aber. Okay, also mit der Kelle hast du das gegraben, Knolle, ne? Genau, ich habe die noch im Inventar. Okay, ja, hier ist auch noch eine Kelle drin. Okay, Müdigkeit. Boah, ich krieg meinen Hunger irgendwie überhaupt nicht reduziert. Du bist ja auch gut hungrig nach deinen... Lakenseil, Lagerfeuer mit Materialien haben wir.
Okay, wir müssen, glaube ich. Ja. Wäre schön, wenn wir jetzt. Oh, warte mal, man kann die Leichen nehmen. Können, ne? Die müssen da gar nicht hier rumliegen. Kann man die zufällig in die Mikrowelle stecken? Leiche, ich habe jetzt eine Leiche im Inventar. Tschüss. Ich weiß es nicht, probier es einfach. Ja, ist zu schwer. Lecker Lasagne. Oh, die schlagen irgendwo da näher ein, die Blitze. Oh, ist echt laut. Ein bisschen leiser machen. Achso, wir nähern uns übrigens schon dem Ende der Folge. Schon dem Ende, oh Wahnsinn. Wo ist denn die Holzkohle? Die wollte ich jetzt mal gerade darüber schmeißen. Geht das? Ich habe jetzt in dem Fass, was hier an der Wand steht, die Holzkohle rein. Ja? So, Leiche drin. Kann man auch sehen. Kann man die jetzt anmachen? Nee, leider nicht. So, Pause. Guck mal, was in der Mikrowelle drin ist. Ja, okay. Oh, ich habe... Hoppala. Oh, wisst ihr, was scheiße ist? Ich sehe gerade, dass mein Aufnahmeprogramm irgendwie nicht läuft. Okay. Super, die Auflage ist, Aufnahme war jetzt hin. Shit, warum hat der angehalten? Kein Speicherplatz. Nee. Die hat gar nicht gestartet. Okay. Ja, dann seht ihr jetzt einen ganz kurzen Moment für diese Folge. Wir haben gerade Tomaten gepflanzt. Ja, schade drum. Erfolgreich Tomaten gepflanzt. Das stimmt. Ja, leider könnt ihr die Folgen euch auf den Kollegen sein, von den Kollegen den Kanal das angucken, was wir in der Folge gemacht haben. Ihr wart ja auch teilweise bei mir. Ja. Ich flick die dann vorher dran eine. Info, was haben wir da jetzt mit den Tomaten? Man kann die sich angucken, trocken ist da immer noch. Schade, ne? Bin ich wieder nass. Also, ich habe jetzt hier eine Leiche weithändig ausgerüstet. Ich weiß nicht, ob das Beste ist. Aber man kann man nicht zuschlagen, das finde ich eigentlich lustig. Wo ist denn die jetzt, die Leiche? Da unten liegt sie bestimmt. So, jetzt muss ich wieder... Was hatte ich denn gerade als Waffe? Nudelholz, genau. Ich gebe der Pflanze da immer mehr Wasser, aber irgendwie, jetzt ist Wasser schon gut bei der zweiten. Doch, wenn du da hingehst, siehst du, dass die Pflanzen nicht alle Wasser haben. Da steht jetzt trocken zum Beispiel. Aber eben ging das doch bei der einen. Bei der ersten ja, aber die anderen brauchen auch Wasser. Musst sie alle gießen wohl. Aber es regnet doch. Das ging ja gerade auch. Ja, das ist komisch. Aber wenn du drauf gehst, Info, die zweite ist gut, die erste... Info ist sehr gut bewässert. Ja, das dauert mit dem Regen wahrscheinlich, ne? Könnte ja, sein, was für ein Status das hat. Spiel, ne? Ja. So, wir sind jetzt bei 18 Minuten. Gut, dann würde ich sagen. Also zumindest Knoll und ich. Ja, genau. Ich jetzt nicht, aber ist jetzt auch egal, ist halt passiert. Treppe, Holzboden, Holzkiste, Bar, Möbel. Holzstuhl, kleine, ja, egal. Man kann irgendwie nicht so richtig einen Holzofen oder sowas bauen, ne? Schade drum, naja. Gut, wo seid ihr jetzt? Steht ihr jetzt? Ich bin hier in diesem kleinen Häuschen mal reingegangen. Ich stehe an der Mikrowelle. Tomaten sind. Okay. Und koche. War klar, ne? Alles klar. Ich stehe wieder nur beim Essen ab aus dem Glas. Ich trockne mich mal ab. Mal gucken, ob das was bringt. Ah, das kann man auch machen, ne? Aber dann ist das Handtuch nass. Jetzt nehme ich das zweite Handtuch, trockne ich mich damit ab und ja, dann zwei Handtücher und du bist trocken. Ich nehme einfach mal eine Hose. Ich glaube, das wird auch funktionieren. Kann ich das feuchte Badetuch jetzt trocknen? Nee, geht nicht. Ja, mit der Hose geht's nicht. Gut, dann gehe ich mal hier zu Pausenklaus rein. Na? Ist da irgendwo... Ach, da ist noch ein Wasser. Ne, ich wollte... Haben wir hier noch irgendwo Toiletten oder sowas? Also der Kühlschrank ist auf jeden Fall mit relativ viel Wasser gefüllt. Ja, mir geht es darum, andere Getränke zu füllen. Fülle Topf mit Wasser. Okay, dann mache ich das erstmal. Hackfleischpatty einen Topf. Ich glaube, den habe ich mit Dings gemacht. Zwiebeln und sowas, oder? Oder hast du den gerade gemacht? Ach, wieso macht ihm einen langweilig? Mir ist unangenehm heiß. Das ist nicht gut, oder? Mir auch. Mach die Mikrowelle aus. Ja, was machst du? Steckst du die Hütte an, oder was?
Ja, okay. So, ich steck das Patty dann mal hier hin. Oder willst du was essen? Ich wollte das eigentlich essen. Achso, ja, liegt jetzt im Kühlschrank. Okay. Gut, dann würde ich sagen... Was ist das mit dieser Folge? Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss. Tschüss.